geistigen Nachlass des am 14. Juli 1973 verstorbenen Ingenieurs Francesco Cassani. Die Firma Same wurde nicht zur spekulativen Geldvermehrung gegründet, sondern um in Italien eine international anerkannte Traktoren- und Motorenindustrie zu etablieren. Ob ein Unternehmen klein, mittelständig oder groß ist, wird nicht anhand mechanischer, abstrakter Parameter, sondern von seiner aktuellen und potenziellen Stellung im Wettbewerb entschieden. Francesco Cassanis Familie, die unter dem Beinamen I Precisti Gründlichen bekannt war, lebt in Vailate, einem kleinen Ort zwischen Bergamo und Cremona. Seit drei Generationen stellt man Eisschränke, die sogar exportiert werden, sowie Dreschmaschinen her. Von seinem Vater Paolo, einem hochbegabten und sehr geschätzten Techniker, erbt Francesco die Leidenschaft für den Maschinenbau und das Erfinden. Seine Mutter Gina, eine außergewöhnlich moderne Frau, ist Unternehmerin. Francesco wird 1906 geboren. Er ist der älteste von sechs Geschwistern und wird daher schon als junger Mann leitend im Familienunternehmen tätig. Unterstützt von seinem Bruder Eugenio, beweist er von Anfang an besondere Einsatzfreude und viel Erfindungsgeist. Zu den ersten Konstruktionen von Francesco und Eugenio zählt das kaum realisierbare Projekt eines automatischen Wasserflugzeugs. Ferner das Automobil Roland Pilin, für das ein Flugzeugmotor aus dem Ersten Weltkrieg verwendet wird. Aber das besondere Interesse der beiden jugendlichen Brüder gilt den Traktoren, die zu jener Zeit äußerst schwere und unhandliche Maschinen sind und enorme Mengen Kraftstoff verbrauchen. Ihr ehrgeiziger Plan ist es, eine leichte Zugmaschine mit geringem Kraftstoffverbrauch zu bauen. Nur mit finanzieller Unterstützung ihrer Mutter bauen sie nach Jahren des Experimentierens das Fahrzeug ihrer Träume, den ersten Traktor mit Dieselmotor. Die Tageszeitung La Voce di Bergamo schreibt: Unserem gerade 21 Jahre alten Mitbürger Francesco Cassani ist es gelungen, den weltweit ersten Traktor mit Dieselmotor zu bauen. Der Cassani-Traktor wird 1927 in der Agrarfachschule Cantoni in Treviglio hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft vorgestellt. Am Steuer sitzt Eugenio Cassani. Francesco steht zwischen den Würdenträgern hinter dem Traktor. Dank der Verwendung eines Dieselmotors hat der Traktor einen um 60% geringeren Kraftstoffverbrauch. Um das Misstrauen des gerade entstehenden Marktes zu überwinden, ist natürlich auch eine Praxisvorführung auf dem Acker erforderlich. Da jedoch die finanziellen Mittel für den Bau der Traktoren fehlen, geben die Brüder Cassani die ersten 300 Traktoren einem Unternehmen in Bologna in Auftrag. Dieses überschreibt die Traktoren allerdings trotz aller Garantien der Banken dem Leihhaus, um seine Schulden zahlen zu können. Vorübergehend müssen sie die Traktoren zurückstellen und sich anderen Projekten zuwenden. In Bild der im Jahr 1931 gebaute Dieselmotor PLA 90 für Lastkraftwagen, der von der Utita in Este, einem Tochterunternehmen der Snia Viscosa, in Auftrag gegeben wurde. Später die Schnellläufer-Schiffdieselmaschine, die 1932 das Bootsrennen Venedig-Triest gewann. 1935 der als Sternmotor ohne Kurbelwelle ausgeführte Dieselmotor für Flugzeuge. Mitte der 30er Jahre ist Francesco Cassani überzeugt, dass Traktoren keine Rolle mehr in seinem Leben spielen werden. Zusammen mit dem Ingenieur Luigi Orlando und Admiral Costanzo Ciano gründet er das Unternehmen Spica. Als einzigem Wettbewerber des deutschen Unternehmens Bosch gelingt Cassani der Bau einer Einspritzpumpe, wie sie von der italienischen Regierung seit der Verordnung der Autarkie des Landes mit Nachdruck gefordert wird. Nach einer kurzen Zusammenarbeit mit Alfa Romeo beschließen die Brüder Cassani 1943, nach Treviglio zurückzukehren, um in den alten Werkshallen, die ihnen ihr Vater hinterlassen hatte, die Firma Same, Società a Comandita Motori Endotermici Fratelli Cassani Treviglio, zu gründen. Sie beginnen mit dem Bau der ersten luftgekühlten Dieselmotoren. Dann befassen sie sich unter größten Opfern wieder mit Traktoren. Und zwar gegen den Widerstand der Banken, die ein derartiges Projekt nicht finanzieren möchten, da ihrer Überzeugung nach Traktoren bald zu Tausenden aus den Vereinigten Staaten und aus Russland importiert werden. Im Jahr 1948 entstehen die erste selbstfahrende dreirädrige Mähmaschine und der erste Kleintraktor. 1951 findet das erste Treffen der Same-Verkaufsvertreter statt. Und im Jahr darauf das zweite. Auf dem Bild sind die Brüder Margheriti, der Ragioniere Anzani, die Brüder Rosselli und Herrn Villois zu erkennen, die alle maßgeblich zum Verkaufserfolg des seinerzeitigen Traktorenprogramms beigetragen haben. Im Jahr
Jahr 1951 erneuert Cassani das Traktorkonzept und baut den ersten Allradschlepper der Welt. Diese bedeutende Innovation wird nicht verstanden, vor allem nicht von der akademischen Welt, die sie sogar anfeindet. Aber der Markt belohnt sie und sie wird von allen Wettbewerbern weltweit kopiert. 1956 wird nach Entwürfen Francesco Cassanis in Rekordzeit von nur 9 Monaten das neue Samewerk gebaut. Mit zunehmendem Erfolg hatten die Brüder erkannt, dass die alten Samewerkstätten der weiteren Entwicklung des Unternehmens nicht mehr gerecht wurden. Die Werkshallen werden mit hochmodernen Werkzeugmaschinen ausgestattet. Anlässlich der Vertreterversammlung im Jahr 1960 bekräftigt man die wachsende Bedeutung des Exports. 1972 sind insgesamt 33.392 Same-Allrad-Traktoren, jedoch nur 20.144 Fiat-Schlepper mit Allradantrieb zugelassen. Im selben Jahr übernimmt Same vom Cavaliere del Lavoro, Ritter der Arbeit, Ferruccio Lamborghini, die Lamborghini-Traktorenwerke und baut damit nicht nur seinen Marktanteil in Italien und Europa aus, sondern erwirbt ebenfalls das technische Know-how für Raupentraktoren. Im nachfolgenden Jahr beginnt Francesco Cassanis Schwiegersohn, der diplomierte Betriebswirt Dr. Vittorio Carozza, nach einem Master an der Universität Mead in Boston an der Seite von Cassani seine Tätigkeit bei Same. Im Juli 1973 stirbt Francesco Cassani als Ritter der Arbeit und Ingenieur honoris causa nach langer Krankheit im Alter von 67 Jahren. Er hinterlässt das Unternehmen seiner Tochter und seinem Schwiegersohn, den Eheleuten Carozza. 1977 kauft Same den Schweizer Traktorenhersteller Hürlimann. Damit erwirbt Same nicht nur einen bedeutenden Anteil am Schweizer Traktorenmarkt, sondern ebenfalls die Technologie wassergekühlter Motoren. 1977 sind insgesamt 213.258 Same-Traktoren zugelassen und es werden jährlich weitere 20.000 Fahrzeuge verkauft. In den 80er Jahren, also auf dem Höhepunkt des Booms, erhöht sich der jährliche Absatz auf 30.000 Traktoren. 1991, also unmittelbar nach dem Sturz der Berliner Mauer, richtet Same den Blick nach Osten und baut als erster Traktorenhersteller aus dem Westen eine Traktorenfabrik in Polen, den nach Russland größten Markt für Agrarprodukte und Landtechnik in Osteuropa. 1995 übernimmt Same nach einer mehrjährigen Zusammenarbeit bei der Lieferung von Getrieben den deutschen Hersteller Deutz Fahr. Die neu entstandene Unternehmensgruppe konsolidiert ihre Präsenz in Nordeuropa und wird zum weltweit viertgrößten Traktorenhersteller. 1998 wird die Same Deutz Fahr-Niederlassung in Nordamerika eröffnet. Damit beginnt eine neue Herausforderung auf dem anspruchsvollsten Markt der Welt. Im Jahr 2000 dann der Schritt nach Asien. Mit einem Motoren- und Traktorenwerk in Indien fasst Same auf einen Marktfuß, der mit seinen Verkaufszahlen für Traktoren zu den wichtigsten der Welt zählt. Heute ist Same das Unternehmen, das Sie alle kennen. Der Inbegriff für neue Projekte und Maschinen, die, so wünschen wir uns alle, nicht nur die Zukunft des Unternehmens, sondern auch die Ihrer und unserer Familien sowie aller Menschen sichern werden, die zur weiteren Entwicklung dieses außergewöhnlichen Unternehmens beitragen.